Hello. Cheers. Auf euch natürlich. Australischer Rotwein von glücklichen Schafen. Mm. Der ist lecker. Ja. Heute ist Freitag der 29.12.2023. Oh, Jahresendspurt. Ja. Schnell noch eine Runde Golf eingeschoben, obwohl wir auch sehr unschön eine Runde Erkältung eingeschoben hatten. Na, das hat ja auch unser Golfspiel so ein bisschen behindert. War wirklich kein guter Golftag heute. Ach komm, lass uns nicht rumjammern. Nee, die Problematik ist ja, dass wir nicht nur irgendwelche Golfplätze spielen, sondern wir versuchen ja, wenn wir irgendwo sind, auch ein bisschen was zu sehen vom Land. Und der Platz, den wir heute gespielt haben, der liegt im Yarra Valley. Das Yarra Valley ist eine sehr, sehr schöne Gegend hier scheinbar in Melbourne. Inklusive Naturschutzgebiet und allem drum und dran. Und das wollten wir uns nicht hingehen lassen. Dann haben wir gedacht, wenn wir schon hinfahren, um uns das Land zu gucken, dann können wir auch Golf spielen. Oder zumindest so tun. versuchen, irgendwie auf der Runde klarzukommen. Ja, jedenfalls sind wir eine Stunde, fünf Minuten Richtung Nordost gefahren, ins Yarra Valley. Schön da, wirklich raus aus Melbourne, dann kommt man da wirklich auf die Countryside und das ist schön, da sind dann so wirklich so Ranchen und Farmen und das Fahren da ist irgendwie schön. Ja, sicherlich gibt es da diverse Möglichkeiten irgendwie anzuhalten, Wineries und was nicht alles, da gibt es diverse Möglichkeiten seine Zeit zu verbringen. Unter anderem eine Schokolaterie, die wir schweren Herzens, weil wir einfach dann so kaputt waren. Gesagt, die haben wir weggelassen. Aber macht nichts hier. Schmeckt wahrscheinlich eh nichts. Also gerade gar nicht. Ja, jedenfalls, wo waren wir heute gewesen? Ja, und zwar sind wir heute gewesen bei dem RACV Club. RACV? Royal Australian Car. Nee, Country. Nix. Royal Australian Car. Victoria heißt es. Das V heißt auf, Victoria. Auf Victoria. Auf Victoria. Egal, es ist im Endeffekt der ADAC, der hier in Victoria, Bundesstaat Victoria in Australien, sich um die Autofahrer kümmert. Ja, nicht nur das. Also, ja, schon. Aber das ist nicht nur ein Golfclub, sondern da ist auch Freizeit. Es ist nicht nur ein Automobilclub, sondern dieser Automobilclub bietet eben auch ein Freizeitressort an. Pool, und das Ganze Sauna. Nennt sich Halesville Country Club. Halesville, genau. Genau. Und ja, kann man hinfahren. Es ist wirklich nicht so übel. Also nicht nur die Fahrt dahin ist schön, sondern der Country Club auch selber ist auch schön. Mit natürlich Tiefgarage, jetzt ein Automobilclub. Ja. Nein, nette Leute da grundsätzlich und das ist eine sehr schöne Golfanlage. Ein bisschen simpel, ein bisschen schlicht, aber kann man machen. Ja, waren viele paar Drei-Bahnen, ne? Also war ein ziemlich kurzer Platz. Ja, war ein paar was? Paar 69? 68. Paar 68. Mhm. Also die hatten nur zwei Paar 5 und dafür 6 Paar 3. Genau. Aber der ließ sich einfach gut spielen. Das Schöne, was ich immer toll finde, wenn die Greens und die nächsten Abschläge relativ eng beieinander sind, das erlaubt so ein flüssiges Spiel und das ist einfach schön. Das war da auch der gegeben. Fall, genau. Ja. Ansonsten war es der erste hügelige Platz, den wir gespielt haben, ne? Ja, und das in unserem kranken Zustand, das war natürlich großartig. Zum Schluss kam ich daher wie so ein Schnappfisch, echt, ich kriegte keine Luft mehr und ich war völlig platt. Wir haben zwischendurch überlegt, ob wir unser Golf-Equipment hier in Australien einfach stehen lassen und einfach unser Leben zukünftig ohne Golf zubringen. Und da gibt es auch nichts zu beschönigen. Wir waren echt mega frustriert gestern. Ja. Gestern, heute. Wir waren einfach völlig entnervt, weil überhaupt nichts funktioniert hat. Und selbst die simpelsten Schläge nicht mehr geklappt haben. Egal, komm, erzähl vom Platz. Es war eine Parklandschaft gewesen. Schön in die Natur eingebettet. Ja. Genau. Bäume links und rechts. Sehr offen. Da konntest du mehr oder weniger keinen Ball verlieren. Also wir schon, klar. Aber wirklich, da konntest du die Bälle hinschlagen, wo du wolltest. Die konntest eine faire Chance, die wiederzufinden. Und das hat einfach ein schönes Golfspiel sozusagen ermöglicht. Also wenn man golfen könnte, hätten wir ein schönes Spiel gehabt. Ja, die Fairways waren okay. Ja. Also generell der Pflegezustand war okay gewesen. Der war wirklich grundsätzlich okay. Spektakulär waren die großen Grüns.
abenteuerliche Ondulierung der Grüns. Und sehr schnell. Das Ganze kombiniert mit sehr schnell. herausfordernd. Selbst für uns herausfordernd. Und haben wir gestern auch nicht richtig gut in den Griff gekriegt. Ja, wenn wir dann hinterher gestern, heute so fertig waren, haben wir gedacht, wir gehen noch mal in die Gastro und trinken was, essen genau, was. Das haben wir uns verdient. Wir essen jetzt hier mal was und haben uns in die Gastro gesetzt. Allerdings, ja, es gibt da keinen richtig schönen Gastrobereich, zumindest im Draußensitzen nicht. Und da waren nur irgendwie so ein paar Blechtische, Kunststofftische mit so wenig... Tische halt. Mit wenig Stühlen. Behaglichen Stühlen. Andere Stühle waren übereinander gestapelt. Keine Sitzkissen, nichts. Nee. Und genau, Achtung, einen Schirm, hier ja. In Australien wohlgemerkt, wo das Thema Sonnenschutz sehr, ja. Sehr hochgehangen wird, einen Schirm für irgendwie, weiß ich gar nicht, 8 Tische oder so. Aber Hase, die 3 eh schon überforderten Service-Mitarbeiter hätten das eh nicht mehr hingekriegt, da noch mehr draus zu machen. Fachkräftemangel, eindeutig. Also wir kamen da an, da standen schon die Tische voll mit leeren Gläsern und Geschirr. Und dann sind wir rein zum Bestellen und dann stand da auch alles voll mit leeren Gläsern und Geschirr. Leute, ehrlich jetzt, also ganz ehrlich, eine Gastronomiefachkraft hätte gesagt, was ist denn hier los? Und er erstmal einen Kahlschlag veranstaltet, alles aufgeräumt. Nö, die 3, die irgendwie so, oh, nimm du ihn nicht, ich hab ihn oder so ähnlich. Also ganz merklich. Egal, wir haben es gegessen, es war okay gewesen, gell? Ja, genau. Ja, jetzt nicht die große Cousine, aber ist okay. Preis, ja. Leistung, passte. Ja, Wetter war sonnig. War okay, ja. Ich meine, heiß ist was anderes, ne? Also ja. Die Hitzewelle, die kam noch nicht ran vom Norden. Wir waren ja auch oben in den Bergen im Tal, ja. Ui. Es war schön da, das war okay. Jacke an, Jacke aus, war ein bisschen nervig, aber ansonsten war schön. Und kannst du dir vorstellen, wenn du erkältet bist und rennst da Berge rauf und Berge wieder runter, ey, wir waren völlig platt. Also ich zumindest, mein jugendlicher Hase, dem macht das alles nichts aus. Na doch, schon, gestern auch. Heute. Heute. Ach, wir waren völlig fertig. Wir haben bezahlt 138 australische Dollar zusammen für Screenfee. Das echtes sind Schnäppchen. Ungefähr 85 Euro. Ja, es kann nicht besser laufen, also wirklich. Ja, Schnäppchen, eindeutig. Hör doch mal auf, mit dem Drehbuch hier rumzuspielen. Ist der Wind. Was geben wir denn dem Platz für eine Bewertung? Ja, also ja, 78 Punkte aufgrund dessen, dass er sich schön hat spielen lassen. Dass er in einer schönen Gegend lag. Ja. Also wirklich, es war optisch auch schön, wenn man sich da bewegt hat auf der Anlage. Es war okay. Ruhig, ne? Ja, genau. Es war sehr ruhig, ja, nichts mit Verkehr oder sowas. Nee. Also Verkehrslärm oder sonstigen. Schön, kann man machen. Mhm. Und wenn die Gastro nicht so gar erbärmlich gewesen wäre, hätte aber möglich noch mehr Punkte bekommen. Genau. Wie auch immer, wir empfehlen es, diesen Platz zu spielen und vielleicht in der Schokolaterie hinterher irgendwas zu knabbern. Die und sind nicht, noch ein paar Kilometer weg. Ja, die waren 8 Kilometer weg. Aber nicht unbedingt da in der Gastro, sich groß aufzuhalten. Ja. Oder? So ist es. Darauf trinken wir. Wir trinken auf den lokalen ADAC. Den RAC VW Victoria. Du, wir sind doch Mitglieder im ADAC bei uns in Deutschland, ne? Meinst du, wir hätten da noch Rabatte rausschlagen können? Nee, aber wir können doch mal sowas vorschlagen. Genau, ADAC, hör auf, immer nur die Autofahrer abzuzocken und dann fangen wir an, was zu bieten für die Mitglieder. Oder? Genau. Denk an unsere Worte, wenn es soweit kommt, wir haben initiiert. Das heißt, 1 Cent geht an uns. Genau. 3, 2, 1, aus.